Hi, Mirika Bandens, willkommen zu meinen 365 Tagen von der Essstörung oder der Quasi-Recovery in die echte Recovery. Heute werde ich über meinen Geburtstag reden, den ich vor ungefähr einer Woche hatte. Und ich werde von dem Geburtstag vor einem Jahr erzählen und von dem Geburtstag von vor einer Woche. Das sind viele Vons und Vors in einem Satz. Und es ist halt sehr interessant. Und später habe ich auch noch eine Frage, auf die ich eingehe, nämlich wie man dann tatsächlich wirklich das durchzieht mit der Recovery, also mit dem Essen. Weil jemand das Problem hat, dass sie auf einmal in dem Moment dann den mentalen und körperlichen Hunger gar nicht hat. Genau, ich habe vor einem Jahr Durian zu meinem Geburtstag bekommen als Geschenk von David und wer mich kennt, also das ist wirklich kein Essstörungsding an sich. Durian ist das beste Lebensmittel auf der ganzen Welt, also von allem. Es könnte das noch verarbeitet sein, sonst was. Durian, wer es noch nie gegessen hat, es muss wirklich hohe Qualität sein an Durian, damit man wirklich beurteilen kann, ob man Durian mag oder nicht. Ich war nämlich 2014 auf diesem Thai Fruit Fest mit Freely und Durian Rider, da war ich ja in Thailand und da haben David und ich auch Durian probiert und die war halt nicht gut. Also da hat man halt nicht verstanden, okay, warum, was ist der Hype darum? Aber ich sag euch, also da unser zweiter Wohnsitz in den Philippinen, wirklich, also dafür lohnt es sich zu reisen. Man muss es gegessen haben in diesem Leben. Es ist das Beste, es schmeckt wie so der krasseste Nachtstick, den es auf der ganzen Welt gibt und es ist einfach eine Frucht. Es ist nicht in Worte zu fassen. Aber ja, das ist jetzt so genug darüber gesagt. Werdet ihr auch, wenn wir wieder in den Philippinen sind, immer in Videos sehen. Genau, ich habe übrigens sogar auch Durian dieses Jahr bekommen, weil ich es total liebe und es ist halt mega überteuert und auch nur tiefkühl und nur aus Thailand die Durian, aber besser als nichts und ich freue mich schon, wenn wir wieder in den Philippinen sind. Also, entzündungsfördernde Lebensmittel, hier geht es halt dann um Fleisch, Eier, Käse, verarbeiteten Zucker, sonst was. Und hier halt um das Gegenteil, um die ganzen veganen Sachen, eben alles nicht tierische, diese ganzen vollwertigen Sachen. Und es geht halt hier um den Menstruationszyklus und besonders schmerzlose, komplikationslose Perioden. Und ich habe eigentlich mit genau dem Gegenteil, nämlich, also ich habe meine Periode schmerzlos bekommen, indem ich genau gegenteilig davon gegessen habe. Und das ist halt krass. Das finde ich halt einfach nur interessant. Das wollte ich einfach nur sagen. Das heißt nicht irgendwas Kausales, sonst was, ja. Sage ich hier nicht. Aber finde ich unglaublich interessant, dass das eben auch sein kann. Als ich diese entzündungsfördernden Sachen eben überhaupt wieder angefangen habe zu essen, wurden meine Perioden schmerzlos und ja. Also, heißt nicht, dass es für andere auch so sein muss. Das war von vor einer Woche. Ich wache auf und fühle mich glücklich über mein Leben. Also ja, war jetzt schlechtes Übersetzen, aber das habe ich vor einer Woche morgens in meiner Affirmation-App so gelesen und ich habe halt echt so gedacht, krass, also genau so fühle ich halt. Und das ist nicht selbstverständlich für mich nach 20 Jahren Essstörung, wo ich halt nicht truly happy war. Dadurch, dass ich mein Leben jetzt entmülle, befreie ich so die Berufung meiner Seele. Irgendwie sowas, so ein bisschen Bubu. Aber ich wollte dazu sagen, je mehr Essstörungen ich losgeworden bin und je mehr ich auch Dinge loswerde, also auch wirkliches entrümpeln und aussortieren in meinem Leben, desto freier werde ich auch und desto mehr finde ich auch meine Berufung. Und das konnte ich halt sehr, sehr lange nicht, weil ich alles so effizient wie möglich nur nutzen musste. Ja. Ich bin genau da, wo ich sein soll. Das ist etwas, worüber ich sehr viel gebetet habe in meiner Recovery auch. Du musst verstehen, dass das, wodurch du jetzt gehst, auch wenn es das Schwerste ist, was du je gemacht hast, es war es auf jeden Fall für mich. Ist es auch immer noch, aber es war noch schwerer, als es jetzt ist. Also ja, das war wirklich das Allerschwerste. Und das wird dich dahin bringen. Also es wird dich zu der Person machen, die du eigentlich bist. Ohne Angst. Ja, und genau, also hier am, da spielt natürlich auch Glaube rein, also das Loswerden der Essstörung ist nicht die Antwort auf alles, ja, also glaube ich zumindest.
hier an dem Tag, wir sind auf einem Ausflug gewesen mit meiner Familie zusammen, alle zusammen auf einem Haufen. Ich habe das so genossen und das war halt mein Leben lang selten so, dass ich so präsent sein konnte. Also eigentlich nie, wenn man so will. Es sei denn, ich war noch nicht 12 Jahre alt. Aber ich war diejenige, die dann gesagt hat, ich bringe Kuchen mit. Und wir haben dann, als wir ankamen, erstmal Geburtstagskuchen gehabt. Und das ist halt... genau, da war veganer Kuchen dabei. Und halt, das sind alles so gekaufte, nicht selbstgebackene, ja. Also total komplikationsfrei. Dazu eine vegane Sprühsahne. Ich würde auch normale Sahne essen. Ist für mich wichtig für meine Recovery. Aber genau, weil David auch dabei war, haben wir die vegane genommen. Und das ist halt so krass, dass ich einfach, also ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen können. Also wahrscheinlich schon, aber ich glaube, es wird für mich immer besonders sein, dass ich einfach normalen Kaffee und Kuchen mit Sahne essen kann. Also crazy. Auch überhaupt die ganzen Sachen auch einfach so zu essen, zum Beispiel ein Brötchen gekauft werden, die ganzen Aufstriche, die man so da hat, du hast nämlich alles da. Also für meine Essstörung war das immer das krampfigste überhaupt, auf einen Ausflug zu gehen, weil ich habe die ganzen sicheren Sachen nicht bei mir. Und ja, also ihr könnt davon ausgehen, ich hatte jedes Mal meine Must-Haves dabei. So, ich konnte ohne Haferflocken und irgendwie Erdnussmus und Kakao und Datteln nicht verreisen, ja, und ganz viel Obst und so auch Gemüse teilweise, also einfach echt so, wow, ich vermisse nichts davon. Also ich bin so froh, dass ich einfach jetzt, egal was es gibt, ich bin immer und überall zufrieden, habe keine Panik oder keine Angst davor und es ist das beste Gefühl überhaupt. Also es lohnt sich so dermaßen und ich war halt so gegenwärtig und so präsent und werdet ihr auch morgen und übermorgen in den Videos oder ja genau in den Videos sehen, wo wir ja dann auch noch Zeit zusammen verbracht haben. Das ist einfach ultra besonders für mich, sowas jetzt zu erleben zu dürfen, wie so ein normaler Mensch. Genau, ich möchte jetzt auf eine Frage eingehen von Incomparable Grace. Ich liebe diesen Namen. Willkommen hier auf meinem Kanal. Wieder ein tolles Video. Ich würde das auch gerne schaffen. Alles und so viel ich will, komplett ohne Restriktionen. Konnte auch in den letzten 2 Wochen öfter über meinen Schatten springen, aber mir fällt es so schwer, das durchzuziehen, wenn ich arbeiten muss. Ja, also genau, Recovery kann ein Vollzeitjob sein. Das heißt aber nicht, dass du nicht recovern kannst, wenn du arbeitest. Das ist ganz wichtig. Wenn du aber die Möglichkeit hast, dir mehr Zeit zu nehmen, dann kannst du auf jeden Fall noch einen Gang tiefer schalten und noch krasser Recovery machen. Also ich bin der Meinung, je krasser und radikaler du Recovery machen kannst, je mehr Kapazitäten du da rein stecken kannst, desto schneller wirst du da durch sein. Das heißt aber nicht, okay, dass du, wenn du arbeitest, nicht recovern kannst. Da musst du halt so ein bisschen wirtschaften mit deinen Kapazitäten auch, aber nimm das nicht als Entschuldigung, dass du nicht recovern kannst. So, jetzt kommen wir aber dazu. Ganz interessant. Du sagst, da kann ich nicht so, wie ich es vielleicht im Urlaub machen würde. Genau, und das habe ich mir dann auch immer so gesagt. Und tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich in einem Urlaub auch komplett all in gegangen bin. Das war bei mir so ein gewisser Cut. Nicht der einzige, aber ein sehr prägender Cut. Und ich habe dann halt quasi die Umstände genutzt, dass ich raus aus meinen normalen 4 Wänden war. Und ich habe einfach gesagt, also das hätte ich ja auch zu Hause machen können, ja. Und hätte ich wahrscheinlich auch um die Zeit dann irgendwann so. Aber ich habe einfach das Momentum genutzt zu sagen, so, und jetzt ändert sich alles. So, das heißt aber nicht, dass man darauf warten sollte und muss. Denn so wie du es auch schon schreibst und schon für dich erkannt hast, beziehungsweise bin ich dann so abgelenkt, dass ich es kaum schaffe, dem allen nachzugehen und habe dann auch kein Empfinden dafür, was ich denn gerade wollen würde. Also ich verstehe das so, dass sie, ich weiß nicht, ob sie das auf die Arbeit bezogen meint, dass es dann der Fall ist, oder halt eben, so habe ich das jetzt verstanden, dass selbst wenn sie im Urlaub ist, sich dann, selbst dann irgendwie auch abgelenkt ist, weil sie dann halt eben, wer hätte es gedacht, andere Sachen hat, die ja eigentlich auch viel wichtiger sind, dann hast du ja was anderes, als dich um deine krasse Recovery zu kümmern, ja. Das würde ja den Urlaub schwer machen sozusagen, besonders mit Familie und so. Ich war hier nur mit meinem Mann im Urlaub und für uns war das so ganz besonders, weil wir lange, lange, lange nicht mehr im Urlaub waren. Und für mich war das
Beste, was uns beiden passieren konnte, für uns beide war das Beste, was uns beiden passieren konnte, dass ich mit der echten Recovery anfange. Mein Mann hatte sich es da schon lange gewünscht, hatte insgeheim, ohne mir Druck zu machen, quasi nur darauf gewartet, dass ich den Schritt endlich wage zu gehen. Crappiges Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und genau, das ist halt das Interessante. Das ist halt auch sowas, was die Essstörung sagt. Ja, warte auf den und den Tag, auf den perfekten Tag. Und wenn du dann und dann bist, dann kannst du das und das machen. Und es wird nie passieren, Leute. Also meine Erfahrung, also sag niemals nie, aber also ich glaube, da stimmt's wirklich. In meiner Erfahrung war es echt so, die ganzen 20 Jahre lang habe ich auf diesen Tag gewartet, wo ich dann wirklich recovere. Und der ist nicht von alleine gekommen. Ich musste es heute, genau in dem Moment machen und nicht auf den nächsten Morgen warten, sondern genau in dem Moment anfangen. Und so gilt es auch für jedes Mal, wenn du ein bisschen nachlässig wirst, in dem Moment direkt wieder anfangen, dich auf die Spur wieder zu bringen. Nicht zu warten bis morgen oder wenn du das und das Zeichen bekommen hast. Und mach das nicht so kompliziert. Es geht einfach nur ums Handeln. In dem Moment, den du weiter wartest, verlierst du quasi an Lebenszeit. Also so sehe ich das zumindest nach meiner Erfahrung. Und ich lese mal weiter. Da sind dann sowohl mentaler als auch körperlicher Hunger. Wie ausgeschaltet? Hast du dazu irgendwelche Tipps? Mach bitte weiterhin deine Videos. Sie haben mich nach etlichen Jahren nochmal richtig zum Nachdenken gebracht und zu der Entscheidung verholfen, entweder jetzt oder nie. Genau, also das ist genau der Moment, ne? Jetzt oder nie. Ja, und es ist halt wirklich in gewisser Weise jetzt oder nie. Also es wird nicht dieser perfektere Moment kommen. Just make it fucking happen, würde man auf Englisch sagen. Also es geht halt wirklich um das Handeln, das in die Tat umsetzen. Und jetzt kommt halt hier so deine Hauptfrage. Genau, du sagst halt, da sind dann sowohl mentaler als auch körperlicher Hunger wie ausgeschaltet. Ich werde jetzt kurz umreißen und erklären, warum. Das hat mir sehr geholfen, das zu verstehen, weil bei mir war das genauso. Dass in den besonderen Momenten, wo ich dann dachte, oh, jetzt sind eigentlich die Umstände so, ja, wie ich es mir ausgemalt habe und jetzt kann ich es dann machen. Und dann war es wie verpufft. Also, was ja bei dir passt, vielleicht hat es bei dir dann auch, bei mir hat es so voll den Aha-Moment gemacht. Und ich habe das durch Tabitha Farrars Buch Rehabilitate, Recover, Rewire gerafft. Und also auch so gecheckt für mich, und das übersetze ich ja gerade für euch ins Deutsche, wird bald fertig sein. Und ich habe, also das ist einfach, es ist unbezahlbar, das, was ich da in diesem Buch gelernt habe. Und ich habe da dann verstanden, warum. Und da werdet ihr die Erklärung dann auch ganz detailliert finden. Aber bottom line, wie sagt man auf Deutsch? Unterm Strich ist es so, dass der Grund, warum du Angst vor dem Essen hast, ist, dass dein Gehirn Essen als Bedrohung wahrnimmt, als Gefahr für dein Überleben. Warum ist das so? Weil, also mit dieser Migrationstheorie ist es eben so, ist übrigens auch bei Tieren so, das ist nicht so was Ausgedachtes für den Menschen, irgendwie ein lustiges Märchen oder lustige Geschichte oder Theorie, sondern es passiert bei Tieren halt wirklich so, dass sie, wenn die migrieren, instinktiv, wenn sie die Genetik für Anorexie haben, sich mehr bewegen wollen und weniger essen wollen. Und Teil davon ist halt eben, dass dein Gehirn Essen als Bedrohung einstuft. Das ist so diese Erkrankung, wenn das eben nicht aufhört. Wenn, also es ist ja eben heutzutage so, dass man dann eben nicht in das versprochene Land mit ganz viel Nahrung, dass man da nicht ankommt, sondern man bleibt dann in diesem Energiedefizit, das die Genetik der Anorexie ausgelöst hat, irgendwie stecken und kommt dann dadurch da nicht raus. Und deswegen vertieft sich das doch dann auch, verfestigt sich dieses neuronale, dieses Programm, das du in deinem Gehirn quasi ablaufen hast. Und dadurch wird es immer fester in deinem Gehirn, dass das eine Bedrohung ist. Du bist dir dessen vielleicht nicht bewusst, aber das ist der Grund, warum du Angst davor hast. Und du kannst dir also noch so viel, damit kannst du dich bestimmt identifizieren, du kannst noch so viel fantasieren über irgendwelche Dinge, die du essen wirst oder willst. Und zum Beispiel, wenn du von der Arbeit wiederkommst und ja, und dann denkst du, ja, ich kann mir die Pizza reinschieben oder vielleicht dies und das machen und ha, und das hört sich doch gut an, heute mache ich es einfach mal und yes, und du kannst so voll motiviert sein und dann, du kommst nach Hause, gehst in die Küche, puff, verpufft. Also verdunstet, verschwunden, total weg,
dieses Craving auch danach, ja. Der Grund dafür ist, weil du direkt mit dieser Bedrohung, mit dieser Gefahr dann konfrontiert bist und es ist so, bam, instinktiv ausgeschaltet. Es ist wie so ein Schutzmechanismus. Dein Gehirn reagiert darauf sozusagen adäquat in dieser Situation, entsprechend dieser Erkrankung, entsprechend dieser genetischen, biologischen Reaktion. Und die halt durch das Energiedefizit so bei dir aktiviert wurde und schon lange aktiv ist, wenn du mit Anorexie zu kämpfen hast oder irgendeiner anderen restriktiven Essstörung. Und so war das bei mir regelmäßig. Also dann kam dieser Moment, den ich mir so schön ausgemalt hatte und jetzt mache ich es und dann passiert es nicht. Weil irgendwas war nicht perfekt, irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwas hat mein Gehirn als Zeichen genommen, oh okay, wir machen das jetzt doch nicht mehr, weil das ist nicht mehr perfekt genug. Und selbst wenn es perfekt war, dann war das irgendwie so weg. Dann war so, oh, ich habe gar nicht mehr das mentale Craving. Oh, warte mal, weder körperlich noch mental habe ich jetzt Hunger oder irgendwie Craving danach. Und das ist halt dein Gehirn und die Essstörung, die Erkrankung, der Teil des Gehirns, der eben nicht gesund ist, der adäquat laut Migrationstheorie mit der Situation umgeht, aber halt nicht adäquat, was, also nicht insgesamt gesund damit umgeht. Also an sich eigentlich schon, weil die einzige Agenda deines Körpers ist, zu überleben. Und wenn du jetzt wirklich einer in einer Verhungerungssituation wärst, dann wäre das genau das Richtige, was dein Gehirn machen könnte. Migrieren, viel bewegen und wenig essen. Gleich schneller vorankommen und dann großes Festgelage haben, ja. So, aber genau, und das gleiche passiert bei dir, wenn du quasi sagst, oh, und jetzt bin ich im Urlaub oder auch wenn du es auf die Arbeit bezogen hattest, ist in beiden, egal welche Situation du jetzt meintest, wenn du diese eine, sagen wir jetzt einfach mal, du meinst das mit dem Urlaub, oh, jetzt ist diese Situation mit Urlaub irgendwie eingetreten, da dachte ich, dass es mir leichter fällt, oh, und dann, buff, ist irgendwie beides weg. Du hast weder mental noch körperlich, weißt du, worauf du überhaupt Lust hast. Du hast irgendwie keinen Appetit, keinen Hunger und es ist eigentlich wie so ein Schockstarre, kann man sagen. Und das ist quasi das Gleiche, was du erlebst und durchmachst, wenn du einfach mit einer Gefahr konfrontiert wirst und bist. Also du bist dir in diesem Moment nicht 100% bewusst darüber, dass du das gerade als eine Gefahr wahrnimmst. Aber das ist das, was bei dir nervlich, also neuronal und dein Gehirn abgeht. Und dann auch körperlich, also das parasympathische Nervensystem wird angeschaltet, das ist eben das Stresssystem, die Stresshormone gehen hoch und die bewirken auch, dass du keinen körperlichen Hunger verspürst. Auch grundsätzlich, das ist einfach diese Angstreaktion, die Stressreaktion, diese Gefahrenreaktion, Starvation-Reaktion, also Verhungerungsreaktion auf diese Situation, in der du dich dann befindest. Weil dann geht's halt, dein Körper und dein Gehirn wissen genau, jetzt geht's darum, dass wir es tatsächlich anpacken, dass wir es in die Tat umsetzen und dass wir aus Worten Taten werden lassen. Und dann ist so, puff, Überforderung, Panik, Stress, Überlebensmechanismus wird angeworfen und alles ist weg. So ungefähr, ja? Also ich weiß nicht, mach das, ich hoffe, das hilft. Ich belasse mal dabei, bitte in den Kommentaren genau nachfragen. Wie gesagt, das Buch wird das noch um 100-fach besser. Also das ist so absolutes Augenöffnen. Es wird euch von den Socken hauen. Und ich freue mich schon, wenn es endlich veröffentlicht wird. Veröffentlicht wird. Bitte einen Daumen hoch geben dafür, wenn es euch geholfen hat. Auch mit jemandem teilen, der es braucht. Und vergesst nicht, am Montag ist Livestream. Seid dabei, da werdet ihr eure Fragen instantan live beantwortet bekommen. So. Und bis morgen. Ciao.